Diese Geschichte berichtet davon, dass Stan und Ollie die Stadt auf schnellstem Wege verlassen müssen, weil sie einem schlimmen Schwerverbrecher der ausgleichenden Gerechtigkeit überführt haben. Was suchst du denn deinen Kopf? Komm, frag nicht so dumm, hilf mir lieber, meinen Kopf da herauszubekommen. Nein, so geht's nicht. Stell dich hinter mich und zieh fest. Bist du soweit? Okay, zieh! Tja, und dann ergab sich jenes berühmte Telefongespräch, in dessen Verlauf sich eine attraktive Unbekannte bereit erklärte, an der Ferienexkursion teilzunehmen. Lass den Eimer stehen, der gehört nicht uns, das weißt du doch. Was machen wir mit der Milch? Die nehmen wir mit, die können wir unterwegs trinken. Sieh nach, wer dran ist. Hallo, ich rufe Sie wegen Ihrer Zeitungssammlung an. Sie suchen doch einen Mitfahrer. Ja, Madame. Wer ist das? Eine junge Dame, die mit uns fahren will. Augenblick, mein Freund Hardy möchte mit Ihnen sprechen. Hallo. Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment, ich habe leider etwas Milch im Ohr. Hier, mach den Rock sauber. Verzeihen Sie die Unterbrechung. Darf ich fragen, um was es sich handelt? Ich höre, Sie wollen nach dem Süden. Ich hätte Interesse daran, mitzufahren. Es wäre uns direkt ein Vergnügen, Madame. Steht schon fest, wann Sie losfahren wollen? Ich denke, sobald wir uns einig geworden sind. Ich habe das Gefühl, wir werden uns glänzend verstehen, mein Freund. Wie ist Ihre Adresse, bitte? Gut. Ich komme dann und hole Sie ab. Wiedersehen. Gut. Unverzüglich begaben sich unsere Freunde dann zu der Unbekannten, um sie für die verabredete Reise abzuholen. Die Sie im Auto mitnehmen wollen. Ach ja, richtig. Kommen Sie bitte rein. Danke. Gestatten für Sie, Madame. Oh, danke. Ich bin Mr. Hardy und... Anschließend sahen sich unsere Freunde gezwungen, einen alten Freund und Verehrer der Unbekannten aus dem Gefängnis seines Schrankkoffers befreien zu müssen. Schneller raus. Sagen Sie uns doch wie. Hol die Lötlampe her und brennt das Schloss auf. Eine geniale Idee. Hol die Lötlampe.
Was ist passiert? Ich verbrenne! Schnell, holt Wasser! Wasser! Oh, oh, hilf mir doch! Ich halte nicht mehr! Wieder bedient. Die ganze Bescherung habe ich doch nur dir zu verdanken. Was kann ich denn dafür? Ich würde dir gern helfen, aber ich krieg den Knoten nicht allein auf. Immer bin ich an allem schuld. Nach diesen anregenden Erfahrungen war Stan eines schlechten Tages gezwungen, einen Boxkampf mit diesem sensiblen Sportler auszutragen. Boxen, Stanley. Arsch, geh rüber in deine Ecke. Mach dich locker. Mach dich locker. Pass auf, ich zeig dir's. Hallo, Foxy! Was ist denn los? Hey, was ist mit dir los? Versuch gar nicht abzuhauen! Hey, Blick, komm her. Nimm die Nägel rein. Ich wette um 10 Dollar mit Ihnen, dass Muxilon gewinnt. Ich setze 5 Dollar dagegen. Abgemacht. Hier in der Ecke, Muxilon! Ein Gegner, Champion Stan Laurel, Fliegengewicht. Eine neue Größe im Ring. Die Kampfregeln sind Ihnen ja bekannt. Ich wiederhole noch mal kurz. Nicht mit der flachen Hand schlagen, vor allem keine Tiefschläge. Und nicht klammern, verstanden? Und jetzt, Boys, Ring frei. Auseinander, hier, los, ein Zwei in die Ecke, herum. Pass doch ab. Oh,
gern ihn ran, sonst nimmt er dich auseinander. Wie meinen Sie das? Halt dich im Clinch an ihm fest und lass ja nicht locker. Ring frei, Runde 1! Gewettet, dass du verlierst und du Idiot hast mich reingelegt. Wie sehen wir jetzt aus? Müssen die uns in so ein kleines Buch reinquetschen? Die wollen uns doch nur ein Denkmal setzen. Denkmal setzen? Ich pfeif drauf!